Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget, wieder mal auf W50 unterwegs und heute wollen wir uns dem Projekt Festung nochmal ein bisschen widmen. Denn für mich momentan auf W50 hier höchste Priorität, die Festung zu maximieren und dafür die dementsprechenden Ressourcen zu sammeln. Und es hat sich schon sehr, sehr bemerkbar gemacht, dass ich meine Festung von Stufe 16 auf 17 jetzt hochgeknüppelt habe. Und für mich momentan auf dem Server halt auch nichts anderes da, was man momentan was Sinn machen würde, die Pilze zu investieren, die mir hier bereitgestellt werden auf dem Server, ne? Deswegen höchste Priorität Festung, auch die Dungeons nicht weiter sehr großartig möglich. Ich habe mal ausprobiert, was so geht, ne? Und die beiden Dungeons hier sind beide mit einer 0,5-prozentigen Chance, die Gegner, die am ehesten liegen würden. Abgesehen vom Wirbelwind, da bin ich mir unsicher, was da geht. Aber jetzt von den normalen Dungeon-Gegnern ist hier der Giftzwerg einmal mit einer 0,5-prozentigen Chance eventuell möglich. Was mich jetzt aber auch mittlerweile nicht so großartig mehr weiterbringt im Level, weil ich jetzt halt schon relativ viel Erfahrung brauche auf dem Server. Deswegen nicht sehr lohnenswert, hier die Pilze zu investieren. Und bei Alex, den Abtrünnigen, sieht es sogar noch schlechter aus. Der andere ist ja ein Magier, da könnte man ein paar Crits reinlacken, aber... Ja, beide halt eine 0,5er Chance, so, ne? Und, ja, einzige wäre vielleicht Wirbelwind, da habe ich noch nicht viel ausprobiert. Aber, ja, ist auch jetzt nicht wirklich so das Gelbe vom Ei oder ich sag mal so, das, wo man jetzt so heftig seine Pilze anlegen würde, weil es bringt mir halt in den aktuellen Stadium nicht sehr viel, die Dungeons zu machen. Ich werde dementsprechend nochmal denn vor dem Legendary Dungeon versuchen, das ein oder andere Level up mitzunehmen. Bis dahin sollten die Chancen auch ein bisschen wieder steigen, aber zum jetzigen Zeitpunkt für mich die Dungeons nicht weiter interessant im Gegensatz zur Festung. Ja, und ich habe schon ein paar Ressourcen wieder gefarmt. Ne, ich habe, glaube ich, ein, zweimal Fünfer mal Steine bekommen und Holz. Das hat schon gut reingecarried und deswegen werden wir jetzt die Festung nochmal skippen. Ja, und das Ganze auf 18 ziehen. Das Ding ist, ich würde das nicht machen, wenn ich die nächste Stufe nicht direkt ausbauen würde. Das heißt, wenn das Ding auf 18 ist, wenn ich das jetzt skippe, kostet die Festung von Stufe 18 auf 19, kostet dann 30 Millionen Steine und 90 Millionen Holz. Die habe ich. So, ich verzichte noch auf die Ritterhalle, aber werde die so schnell wie möglich nachziehen. Ne? So, deswegen Festung, skippity skip, boom. Haben wir es auf 18. So, und das Ding ist, jetzt das Ding auf Stufe 20 zu ziehen, wir bauen das direkt aus hier, und das Ding jetzt auf Stufe 20 zu ziehen, kostet mich 54 Millionen Steine und 165 Millionen Holz. Das ist ziemlich viel, ja, aber wir müssen erstmal natürlich warten, bis die Festung ausgebaut ist. Das heißt, mein Ziel für die Zeit jetzt, in der die 14 Tage jetzt die Festung ausbaut, ist es, in diesen 2 Wochen an diese Menge an Ressourcen zu kommen. Ja? Sei es durch Trades in der, durch Festungsangriffe so, ne? Sei es hierdurch, ne? Oder halt jetzt durch die noch mehr eingehenden Ressourcen, die ich jetzt mache. Dadurch, dass ich jetzt halt meine Festung nochmal eine Stufe höher gezogen habe. Das heißt, ich bekomme jetzt nochmal mehr Ressourcen aus dem Glücksrad, sowohl als auch vom Hütchenspieler. Und falls Festungsevent sein sollte, kriege ich von da aus auch sehr viel mehr Steine. Das heißt, ich hoffe auf jeden Fall auf ein Festungsevent innerhalb der nächsten 4 Wochen. Das sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Das wird bis dahin auf jeden Fall auftreten, weil ihr seht schon, wie gesagt, mittlerweile es lohnt sich nicht großartig hier weiter die Angriffe zu machen. Und jetzt, wo ich nochmal eine Festungsstufe hochgegangen bin, bekomme ich nochmal weniger Ressourcen von allen anderen Leuten. Zum Beispiel von Owned by Nikki weiß ich zum Beispiel,
habe ich knapp 900 bis 1000 bekommen. Was hab ich jetzt bekommen? 700 oder so? 600? Ich weiß es nicht ganz genau. Also umso höher eure Festungsstufe habt, umso weniger bekommt ihr auch von Leuten, die in der Festungsstufe noch unter euch sind. Das ist der Grund, warum ich eigentlich nur gewartet habe. Aber carried mich momentan nicht wirklich weiter, diese Angriffe. Ich bin sehr aktiv momentan, was die Angriffe angeht. Nur bringt es mir halt nicht viel. Ich muss halt wirklich darauf relyen, sag ich mal. Heißt das so im Englischen? Ich muss mich darauf verlassen, dass ich gute Ressourcen hier von dem Hütchenspieler bekomme hier und beim Glücksrad. Das ist der Main-Fokus gerade, ne? Aber ich denke mal, innerhalb dieser 2 Wochen sollte ich das hinkriegen und dann scheppere ich den Ausbau direkt auf Stufe 20 durch. Ja, damit wir das jetzt schon mal erledigt haben und werde dann, sofern es denn geht, die Ritterhalle denn hinterherziehen, damit wir hier in der Gilde, damit ich hier so ein bisschen aufhole, weil momentan, ja, ne, bin ich hier halt, wie gesagt, noch ein bisschen hinterher, was so meine Ritterhalle angeht. Ne, das ist jetzt nicht sehr krass hoch, aber ich denke mal, das sollte ich innerhalb von diesem Monat, sollte ich das, denke ich mal, noch hinkriegen. So, dann ist natürlich die Frage, was macht man danach? So, ich hatte mir überlegt, ob ich eventuell die Edelsteinmine ein bisschen höher ziehen soll, vielleicht auf 20 oder so. Ich weiß es nicht. Es wäre auch interessant, die Edelsteinmine direkt auf 25 hochzuziehen, damit man Edelsteine suchen kann und die auch gleichzeitig ausbauen kann. Das geht ja ab Stufe 25 erst. Also das wäre eine Überlegung wert. Was auch eine Überlegung wert wäre, wären noch mehr Soldaten. Aber da ist halt das Ding, dass ich nicht sehr viele Ressourcen durch die Angriffe bekomme. Das ist für mich nicht interessant. Das hier alles auch nicht. Ja, also eventuell, ja, die Edelsteinmine. Aber da bin ich noch am Überlegen. Vielleicht ja in der Unterwelt. In der Unterwelt ist momentan ja, hier haben wir alles Wichtige soweit ausgebaut. Die Goldgrube könnte man hier noch ein bisschen höher ziehen, aber das ist jetzt in dem Levelbereich und der Goldgrubenstufe ist es jetzt auch nicht sehr ausschlaggebend, dass wir da jetzt großartig was rein investieren müssten, so, ne? Ja, wir können noch mal ein bisschen zum Giftzwerg gucken. Wir können uns mal ein Try anschauen, wie es hier aussieht, wenn ich ja, komplett weggekrittet werde einfach. Wie es aussieht, wenn ich komplett weggekrittet werde. Das Ding ist, ich hau gute Crits raus. Oh, ja gut. Man braucht wieder einen perfekten Try, ne? Aber was würdest du erwarten bei einer 0,5er Chance? Da brauchst du halt absolutes Luck mit den Crit-Treffern und dass hier der kleine Giftzwerg keinen einzigen Crit raushaut. Wir gucken uns mal gleich einen knappen Try an. Den speichere ich mir dann mal, wenn der auf, keine Ahnung, so hier in dem Bereich so ungefähr ist. Und dann schauen wir uns mal an, was wir da fabriziert haben. Dann heißt es eigentlich quasi nur noch nicht den Lucky Try, sondern auch mit unserer Waffenspanne müssen wir rechts raus, dann halt einen richtig guten Crit-Treffer dann halt auch treffen. So, ne, das kommt halt dann auch noch immer mit dazu, was halt, ja, den Faktor noch ein bisschen verniedrigt, sag ich mal. Gerade bei den Kriegerwaffen. Die sind jetzt nicht besonders stark, die Spannen gehen jetzt nicht besonders weit. Und deswegen ist es auch schwer, hier. Oh, ja, den hätte ich mir mal speichern sollen. Einen guten Try rauszulassen. Ja, mal gucken. Wir geben ihm nochmal eine Chance, auf eine gewisse Art und Weise nochmal low zu gehen. Oder vielleicht auch down. Mal gucken. Ne? Aber viel mehr stecke ich hier jetzt nicht rein. Ich will nur nochmal schnell einen knappen Try sehen. Ansonsten lassen wir das an der Stelle sein. Auf 14 Millionen war er schon runter. Das Ding ist, ist halt ein Magier mit nicht wirklich sehr viel Leben. Aber der will einfach nicht. Jetzt kriegen wir nicht mal mehr einen knappen Try. Gut, dann ist es so, den einen, den ich übersprungen habe, da kann man nichts dran ändern, ne? Da spare ich mir dann lieber die Pilze auf, dass ich dann in der nächsten Zeit hier noch ein bisschen weiter vorankomme. So, ne? Genau. Gut. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht, ressourcentechnisch. Ab morgen kann ich dann wieder ein paar, ja, kann ich dann wieder neu meine Ressourcen besorgen. Das hätte ich mal heute früh gleich machen sollen mit dem Festungsskip, aber ich wollte es hier halt live im Video haben, dass ich die Festung skippe. Ja, und deswegen
habe ich das jetzt gemacht und schon, aber heute Morgen schon meine Alu schon runtergespielt, ne? Ja, gut. Ansonsten mit der Gilde läuft soweit eigentlich ganz okay. Die Anmeldequote ist, ja, lässt ein bisschen zu wünschen übrig in der letzten Zeit, aber von mir halt auch. Ne? Da nehme ich mich halt jetzt nicht raus. Trotzdem sind wir momentan gerade auf Platz 3. Wir sind auf ein Treppchen gelandet. Hat aber auch wahrscheinlich damit zu tun, dass Dead Valley vielleicht auch ein paar Kämpfe verkackt hat und wir sind wirklich nur ja, 17 Punkte über Dead Valley, aber wir stehen momentan unter den Top 3. Also trotz unserer relativ schlechten Anmeldequote, sag ich mal, ne, haben wir es geschafft, momentan Platz 3 zu sichern. Wir haben teilweise auch gegen diese Gilde hier verloren, aber ja, das kam halt eben auch dadurch, dass halt eben nicht so viele bei den Kämpfen dabei waren. Aber Dead Valley hatte auch, glaube ich, gegen Spektrum oder so völlig verloren. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich hatte jetzt nicht drauf geachtet. Das heißt, die hatten dann auch keine gute Quote. Und ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Also, wenn wir hier Platz 3 halten können, wäre das auf jeden Fall mega krass. Aber ich gehe mal nicht von aus, weil die Gilden hier auch wirklich. Also, die schlafen nicht, ne? Die schlafen nicht. Und die Störartigen, die schlafen auch nicht. Die sind auf Platz 23. Das geht hier auch voran. Das finde ich sehr nice. Das erfüllt mein Herz, ja? Die hier auch in den Top 31 auf der ersten Page hier zu sehen. Und die climben ihren Way up zu den, ja, erstmal nächstes Ziel für die Störartigen, Top 20, ne? Mal gucken. Da bin ich auch sehr gespannt, was unsere Community-Gilde hier so reißt. Sehr, sehr nice Sache. Ich denke mal, der Mika wird da hier auch sein Übriges zugetan haben. Mit dem haben sie ja auch hier für die Störartigen auch einen sehr starken Spieler, ne? Der hier auch auf dem Server Gas gibt, ne? Und deswegen ist das schon eine ziemliche Bereicherung auf jeden Fall. Okay, das soll es soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.